Neuigkeiten von Leasinggebern und russischen Fluggesellschaften. Da gibt es anscheinend einige neue Entwicklungen. Des Weiteren, British Airways holt alle A380er aus dem Storage raus. Und wir haben natürlich wieder einen Deal mit der Star Alliance, und zwar in der Business Class. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem auch mehr Status nicht verpasst. Ganz wichtig ist, den Like-Button zu drücken und die Glocke natürlich, habe ich ganz vergessen, euch Bell sagen im Englischen. Also Like, vorher aber die Glocke und unten natürlich wie immer kommentieren. Mario ist heute unterwegs, Mario kommt bald wieder, also schauen wir einfach mal, was er morgen uns zu sagen hat, also Entschuldigung, warum er heute gefehlt hat. Das erste Thema, ach, bevor wir im ersten Thema Stammtische, denkt dran, Stammtische, Ben konnten wir ja heute davon überzeugen, auch zum Stammtisch nach München zu kommen, insofern werden wir eine rege, bunte Truppe sein. Checkt unten in den Shownotes, welche Termine wir haben. 11. Juni ist München im Augustinerkeller um 18 Uhr, so ist es richtig. Jetzt aber zu British Airways. British Airways hat fast alle von ihren 12 Airbussen aus dem Deep Storage wieder rausgeholt und möchte im Sommer die Nachfrage damit bedienen. Diese Woche sind ja auch die ersten A380er nach Amerika geflogen. Das heißt also nach Dallas und dann nach Chicago und Vancouver. Das sind die Ziele, die da auf der Agenda stehen. Viele von euch haben die Flugzeuge, wir auch, als wir am Stammtisch in Frankfurt waren, die A380 von British Airways in Frankfurt am Flughafen starten sehen, weil man die Tests und die Trainings gemacht hat. Man ist von London nach Frankfurt geflogen, leider nur Cargo, konnte die Flüge nicht mehr buchen. Die Flüge sind dann hinten ins Cargo-Terminal gegangen, also insofern gar keine Chance mitzufliegen. Des Weiteren hat British Airways auch angekündigt, die Kabinen der Flugzeuge zu verbessern. Das heißt also, eine Retrofit zu machen. Die First Class und die Business Class sollen da erneuert werden. Das Personal wurde auch mit einbezogen in die Befragung, um da eventuell auch besseres Feedback zu bekommen und dann auch nach Kundenwünschen das Ganze zu machen. Was soll ich da noch sagen? Wenn das so gemacht wird, dann muss das ja toll werden, oder? Was sagt ihr, was erwartet ihr von den 380ern von British Airways? Wie findet ihr die Kabine? Ich persönlich hoffe, dass aus den 350ern die Kabine da auch übernommen wird in der Business Class. Die ist nämlich tippitoppi. Russland ist ja im Moment ein problematischer Markt. Viele Fluggesellschaften, die es normalerweise nach Russland verschlägt, dürfen einfach nicht fliegen oder aber auch russische nicht nach Europa, nach Amerika oder auch viele andere Länder. Selbst der Überflug in China ist mittlerweile verboten. Diese Flugzeuge, 500 Stück, die geleast worden sind, also knapp, ich weiß, müssen bummelig 500 gewesen sein, davon sind 400 noch immer in Russland. Und man hat in Russland das gemacht, dass man die Flugzeuge umregistriert auf russische Register, weil nämlich diese Registrierungen in europäischen oder im westlichen Ausland ausgelaufen sind, beziehungsweise die Flugzeuge hätten nicht mehr starten lassen können. Die haben dann in Russland die Zertifizierung bekommen und dürfen dann fliegen, was eigentlich auch so illegal ist. Man hat auch ein Ersatzteilproblem. Das Ersatzteilproblem hat man gelöst, indem man heute bekannt gegeben hat, hey, ihr dürft jetzt in Russland offiziell Ersatzteile nachmachen. Ob das der Sicherheit zuträglich ist, weiß ich nicht. Im Iran macht man das ja auch. Flugzeuge fliegen da, aber schwierige Sache, wenn da gewisse Normen nicht eingehalten werden. Gestern wurde auch eine Aeroflot-Maschine in zwangshaft genommen, ganz einfach deshalb, weil der Leasinggeber am Gericht in Sri Lanka gesagt hat, das ist unser Flugzeug, wir wollen das Flugzeug zurück. Das Gericht hat gesagt, ja, könnt ihr haben, hat eine Kette dran gemacht, wird wirklich eine Kette dran gemacht. Ich habe das mal gesehen in München am Flughafen. Oder auch bei der Bundeswehr hatten wir das auch mal, dass Flugzeuge, Privatflugzeuge, die bei uns im Wunsdorf gelandet sind, die sind dann auch dingfest gemacht worden mit einer Kette, dass sie nicht wegfliegen konnten. Des Weiteren gibt es Flugzeuge, die sind aber zurückgegeben worden. Und diese Flugzeuge haben auch ihre Papiere zurückgekriegt, zumindest teilweise. Warum ist das wichtig? Ganz wichtig ist es nämlich, wenn ihr ein Auto kauft, wisst ihr ja auch, wenn ihr keinen Kfz-Schein habt, keinen TÜV und so weiter, ist die Karre nichts wert. Und so ist es beim Flugzeug. Wenn man die Papiere, die Dokumente nicht hat, dann ist das Flugzeug wertlos. Weil man kann gar nicht mehr nachweisen, was alles für Teile drin sind, was repariert worden ist und, und. Also es muss alles zertifiziert sein
Und deshalb ist da auch sehr, sehr großes Augenmerk drauf. Die Flugzeuge, die noch da fliegen, das sind ungefähr schätzungsweise 400 Flugzeuge. Davon sind einige Flugzeuge von 5 Herstellern sind nämlich auch zurückgegeben worden mit Papieren. Man sagt, obwohl das in dem Dokument, was Reuters da zugespielt worden ist, nicht großartig sagt, es soll sich aber handeln um Fluggesellschaften Azur, iFly, Pegasus, Pegasfly und Reueflight. Also insofern schauen wir mal ganz einfach. Und ihr wisst ja, warum die das machen. Die machen das natürlich, wenn der eiserne Vorhang, der jetzt im Moment ja irgendwie wieder da ist, muss man ja davon sprechen, dass die dann auch wieder was leasen wollen. Und wenn sie sich halt gut verhalten haben, dann kriegen sie neue Flugzeuge. Aeroflot hat das ja auch gemacht, dass man Flugzeuge gekauft hat. Aber die Flugzeuge, die zurückgegangen sind, waren ältere Flugzeuge. Also waren jetzt Flugzeuge, die im letzten Leasing-Zuckungen waren. Also nichts Aufregendes. Also ja, aufregend wird es an Flughäfen. Dublin hatte ich berichtet, Stockholm hatte ich berichtet, Frankfurt hatte ich berichtet, Düsseldorf habe ich berichtet. Ich habe von vielen Flughäfen berichtet, wo die Security einfach im Moment eine Katastrophe ist, aber auch die Bodenabfertigung. Nicht, dass wir uns missverstehen, es ist natürlich nicht das Personal, sondern es ist einfach ein Personalengpass und ein Riesenproblem, die Leute zu bekommen. Deshalb haben lustige Leute aus der Wirtschaft, und ich lese das mal ganz einfach vor, Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, dem Flugverband ADV, den kommunalen Arbeitgeberverbänden sowie den Arbeitgeberverband der Bodenverkehrsdienstleister ABL, gesagt, hey, lass uns türkische Gastarbeiter nehmen. Haben 2 oder 3 Vorteile. Warum? Ganz einfach. Der Türke im Allgemeinen spricht ja irgendwie Deutsch, A2, um jetzt ein paar Klischees zu bedienen. Und sie haben auch Gefahrgutscheine, so wie man sie am Flughafen braucht, um beim Gepäckverladen und so weiter damit umgehen zu können, im Cargo-Bereich vor allem. Ja, um diesen Personalbedarf kurzfristig zu decken, sagt man, 2000 Leute wollen wir holen. Und das finde ich halt in Ordnung. Ob das jetzt eine Lösung ist, permanent, weiß ich nicht, aber man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, ob das überhaupt ein interessanter Job ist, weil die Leute natürlich vom Gehaltsniveau her da nicht so viel Gehalt kriegen, dass sie jetzt sagen, hey, hurra, das ist ein geiler Job, weil sonst würden sie ja vielleicht in Deutschland auch Leute finden, die das machen, oder? Ja, was ist eure Meinung? Sagt ihr, hey, Gastarbeiter hat man am Zweiten Weltkrieg, das funktionierte gut, sollte man das jetzt auch machen? Dann war diese Woche eine Woche, die sehr, sehr busy war, um es mal englisch zu formulieren, was neue Strecken nach Amerika anging. Ab 1. Juni ist zum Beispiel die Finnair nach Seattle geflogen. Dann ist die Fluggesellschaft von den Azoren, die Azores Airlines von Ponta Delgada, ihr erinnert euch, das war der Flughafen, den wir nachgeguckt haben, nach New York geflogen und dann die Iberia von Madrid nach Dallas und Frankfurt, St. Louis hat die Lufthansa auch aufgenommen. Eine Woche, wo richtig Gas gegeben wird. Auch andere Ziele sind natürlich weltweit gekommen, aber gerade diese Nordamerika-Häufung fand ich interessant und erwähnenswert. Sagt ihr, welches Ziel fehlt euch nach Amerika? Was wolltet ihr fliegen? Jetzt aber nicht Stuttgart oder so ein Quatsch sagen, nach New York oder so oder nach Chicago. Wäre jetzt nicht unbedingt so mein Vorschlag, aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt natürlich auch was anderes sagen und könnt sagen, das, was du sagst, Lars, ist Quatsch. Nehme ich dann zur Kenntnis und ich freue mich auf den Stammtisch, wenn ihr dann kommt. Deal Zone, ja, Lufthansa, Deal mit der Lufthansa oder Starlines, um genau zu sein, Lufthansa Austrian Swiss, aber auch mit der United. Da gibt es einen Trip, den man buchen kann, auch in der Buchungsklasse P, und zwar von Chicago nach Kairo in Ägypten. Ja, wo soll denn sonst Kairo liegen? Der Flug kostet keine 2000 Dollar, also keine 2000 Euro, also ist preislich sehr attraktiv, bringt euch meilenwertmäßig, wenn man zum Beispiel so eine Strecke Chicago-Zürich-Kairo fliegt und dann wieder nach Wien zurück Chicago fliegt oder fliegt über Kairo nach Zürich, umgekehrt von Zürich nach Kairo, also solche Destinationen, dann habt ihr im Regelfall preislich gesehen die 2000 Dollar, aber meilenmäßig bei Miles & More 12.274 plus Executive Bonus, zählt sogar als Horn-Circle-Meilenflug, wenn ihr auf der Lufthansa-Gruppe fliegt. Warum? Ganz einfach, weil es Business Class ist. Wer bei SAS Eurobonus sammelt, kriegt nur 12.274 ohne einen Bonus. Ja,
Damit haben wir heute die kurze Folge am Samstag einfach abgearbeitet für euch mit ein paar Informationen. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Morgen gibt es das Lufthansa Group Update. Ich habe auch schon einige interessante Themen natürlich gefunden. Kommt Boeing drin vor, kommt Lufthansa vor? Wer hätte das gedacht? Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, der Take-Off-Sendung. Und natürlich ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Abo da, macht die Glocke an und einen Kommentar und ein Like, damit ihr wirklich nicht mehr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und mehr Status verpasst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr zum Stammtisch kommt. 11., 12., 13. in der Reihenfolge München, Berlin, Hamburg. Also, bis dann. Ciao.